Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen zurück zu AC Odyssey. Ja, wir sind hier auf Korinth oder in Korinth. Da unten haben wir unseren, ach Gott, Aklivius oder guck mal, ich zeige euch das hier. Da haben wir unseren Alcibiades. Mann. Nee, aber wir wollten ja zuerst, wie wir schon besprochen hatten in der letzten Folge, unseren Speer verbessern. Und das ist hier. Also mal eine Schnellreise dahin machen. Ach, Schnellreisen. Ja, ist gut. So, Schnellreise. Damit wir von Stufe 3 auf Stufe 4 steigen mit dem Speer. Ja. Ja, und so, wie geht's euch so? Auch mir ganz gut. Ja, also, ja, wenn ihr Wünsche habt oder Anregungen zum Kanal oder zu den Videos, einfach unten in den Beschreibungen reinschreiben. Ja, und ansonsten, wenn ihr es noch nicht getan habt, einfach mal den Kanal abonnieren, ne? Und die Glocke aktivieren. So, dann wollen wir hin. Und den Speer verbessern. Ich hoffe auch, dass es so mit den mit der Soundqualität in Ordnung ist. Und auch so von der Videoqualität auch okay ist. Ich nehme ja hier alles in HD auf. So. Nur wollen wir mal schauen. Geschlossen. Verbessere den Speer. Zack. Speer verbessert. Können wir gleich mal schauen. Was ist auch? Oh, neue Quest hat er gerade angezeigt. Ist verfügbar. Müssen wir mal gucken. Moment. Inventar. Nee, Fähigkeiten war da. Da, jetzt haben wir Stufe 4 und das heißt 8% Gesundheit pro ausgegebenem Adrenalinsegment, maximale Adrenalinsegmente, sie, maximale Fähigkeitenrang 2, zweites Nahkampf, Fähigkeitenrad verfügbar. Ja, das wäre ja hier auf der rechten Seite, könnten wir es noch belegen, aber bis jetzt komme ich hier ganz gut klar. Mal sehen, was wir denn als nächstes machen. Ausrüsten werden wir hier als nächstes, denke ich mal, das hier nochmal. Gut gerüstet und dann schauen wir mal, was am nächsten ist. Wir könnten ja auch alle Fähigkeiten Punkte zurücksetzen. Das kostet uns 780 Drachmen, wie man rechts unten sieht. Und dann könnten wir sie rein theoretisch alle komplett neu verteilen. Also sprich, vielleicht nur auf Krieger gehen, nur auf Attentäter. Aber naja, gut. Das schauen wir mal. Oder wir machen als nächstes das hier nochmal. Das Leben nochmal verbessern. Wäre, glaube ich, sinnvoller. So, Quest. Mach mal wieder zu. Verbessere den Speer, ist klar. Jetzt müssen wir 9 Artefakte sammeln, damit wir noch die nächste Stufe erreichen. Ja. Das wäre noch eine Hauptquest. Aber wir wollten ja zurück zur Alcibia, das Bedes, der hier unten auf uns wartet. Also sprich hier. Machen wir mal eine Schnellreise hin. Und dann schauen wir mal, was der gute Jüngling, der Liebestoll oder wie auch immer man ihn nennen mag, weil der hat ja irgendwie laufend was am Start. Der treibt sich auch mit Männern und Frauen, also dem ist es völlig egal. Hauptsache er hat seine Lust und seinen Spaß dran. Naja, jeder wie er es möchte, ne? Ja, da waren wir schon auch schon sehr offen, die Athener, die Griechen.
Ja. Mal sehen, was er uns diesmal beschert. Improvisationen mit der Fackel. Hole mit. Aha. Und Wachen anzuzünden. Ach so. Also wir könnten auch rein theoretisch mal mit der Fackel kämpfen. Ja, hier, da wollen wir runter. Da ist er. Hey. Okay. Hey, nicht so. Nicht so weit. Wir wollen ja mit ihm sprechen. Wenn er fast runtergesprungen. Okay. Dann erzähl mal, was du hast. Schöne Aussicht. Sie wurde gerade noch schöner. Ich hatte gehofft, dich wiederzusehen. Alcibiades, was machst du außerhalb von Athen? Jemand wie ich ist immer in Bewegung. Ich lege mit meinem Schiff in jedem Hafen an. Da bin ich sicher. Wenn du nicht nur wegen der Aussicht hier bist, habe ich einen Auftrag für dich. Dieses Paket hier muss unbedingt den richtigen Empfänger erreichen. Es ist nicht von mir, sondern von einem Mann namens Diodorus. Na klar, machen wir mal. Ich helfe dir. Ist es nur diese kleine Schachtel? Man soll nicht immer nur nach der Größe gehen, weißt du? Ein kleines Ding kann trotzdem Großes bewirken. Aha. Da spricht er aus Erfahrung, wa? Na gut. Du sagtest, das Paket sei nicht von dir. Warum hast du es dann? Sagen wir, es fiel mir einfach in die Hände. Diodorus bat mich um Hilfe, so wie ich jetzt dich um deine Bitte. Warum überbringt dieser Diodorus es nicht selbst? Du bist sehr neugierig, nicht wahr? Es gibt nicht auf alles eine Antwort. Manchmal sind Dinge einfach, wie sie sind. Okay. Du bist weit gereist. An welchem Ort bist du am liebsten? Oh, eine persönliche Frage. Interessant. Die Welt ist voller wunderbarer Orte. Ein Lieblingsort wählt sich so schwer wie eine Lieblingshetäre. Ich könnte einen nennen, doch die Antwort ändert sich mit meiner Stimmung. Aha, okay, na dann wollen wir mal los, ne? Nun gut, wem soll ich das Paket überbringen? Es gibt einen Mann namens Bardas bei der Festung von Korinth. Er ist eine ihrer stärksten Ressourcen. Und ich sage ihm nur, es ist von dir? Nein, Diodorus. Vergiss das nicht. Diodorus. Okay. Also mal den Namen merken. Diodorus. So. Ach, jetzt müssen wir wieder da hoch, oder was? Naja, gut. Okay. Dann wollen wir uns da mal zu der Festung begeben. Zum Glück müssen wir nicht quer durch die ganze Insel. Entschuldigung. Ja, kommen wir da wieder runter? Ja. Gut. So, Diodorus. Diodorus. Müssen wir uns merken. So. Und jetzt Frage. Kommen wir da jetzt einfach so rein, oder? Gibt es ein Problem? Nein. Auf die Seite gehen. Mal kurz gucken. Da hinten müssen wir hin. Also dann am besten nicht erwischen lassen, oder was? Das sind ja Aufträge. Oh, da ist ein Durchgang. Wir könnten hier durch. Warte mal, mal gucken, wie die ganze Umgebung hier ist. Ja, wir könnten da an der Seite rein. Da stehen noch welche vor. Sind die doof? Und da müssen wir rein. Alles klar. Oh, ein Bär, oder was? Jo. Exikias, die Bärenklaue. Aha. Ja, ganz schön viel hier los. Meine Herr. Aha, da ist ein Feuer. Alarmfeuer. Was man ausschalten sollte. Nach Möglichkeit. Okay, da war auch noch einer. Alles abchecken hier. Ganz schön viel los hier. Uff, der Burg. Da ist auch noch ein Gang. Angeblich. Okay. Was hat er denn hier?
Aha, okay, ein Startschatz. Na toll, da müssen wir uns aber gut denken. Der könnte uns sehen. Ah, wenn wir da durchschleichen, dann müssten wir hier überall hoch und... Oh Gott, ich glaube, es ist fast besser, wenn wir hier von hinten irgendwie durchkommen. Von da aus irgendwie. Okay, versuchen wir mal irgendwie auch wieder von hinten rum so. Unbemerkt lang kommen. Wir werden mal schnell speichern machen. Sicher ist sicher. Ja. So. Da müssen wir also hin. Irgendwie mal gucken. Hier soll ein Eingang sein. Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Das soll der Eingang sein? Ja, okay. Hopp, hoch hier. Hopp, nee, ich sollte hier hocken, aber ist egal, komm. Komm, da hingesprungen oder was soll das sein? Komm. Wir scheinen jetzt drinne zu sein. Jetzt heißt es nur unbemerkt dahin zu kommen, ohne entdeckt zu werden. Ja. Okay, der ist dahinter. Da oben war da noch einer, ne? Ja. Oh Gott, hier ist auch nichts zu verstecken. Da sind Büsche. Könnten wir da irgendwie? Komm, bitte. Okay, hier sind wir schon mal unsichtbar. Das ist gut. So, solange die da alle stehen bleiben, wo sie stehen, ist das noch ganz gut. Jetzt müssen wir da irgendwie hochkommen. Guck mal, da hinten rennt der andere, der Anführer. Hier nochmal gucken. Da kommen wir irgendwie rein. Aber wir müssen ja da hinten hin. Also am besten irgendwie über die Dächer hier. Okay. Jo. Oh, der von da oben kommt. Ja, der von da oben kommt jetzt gerade runter. Alles klar. Können wir auch nicht jetzt einfach so loslaufen, dann sieht er uns ja. Na komm. Schön in Bewegung, ja. Da hätten wir jetzt hier einen ganzen Hollortris. So, ach, er geht hier lang. Alles klar. Ich dachte, er wäre irgendwie... Jetzt geht er da rein, oder? Geht jetzt. Aha. Da müssen wir irgendwie hoch. Ach, der geht jetzt auch, oder was? Wo geht der lang? Ah. Was ist das für ein Zeichen, das Goldene? Ist das Schiff? Da dann gute Schiffsbesatzung wäre, oder was? Da steht ja auch noch eine. Ah. Okay, wir müssen hier irgendwie versuchen, jetzt mal kurz hochzukommen. Okay, so. Hier wären wir schon mal. Unbemerkt. Da kam jetzt einer um die Ecke. Genau. Die könnten wir rein theoretisch killen und runterschmeißen. Machen wir es oder machen wir es? Oh, mal kurz hier gucken. Geht der? Ja, der geht. Der steht, alles klar. Kommen wir rein? Ja, ne? Oder? Okay. Oh, von den Startschatz klauen. Gibt nicht viel, nicht wirklich. Wir haben gesagt, wir gehen über die Dächer, ne? Am besten. Huh. Den killen? Doch, ne? Komm, wir killen ihn mal. Okay, fällt er runter? Gut.
Oh, da kommen welche. Dann ist am besten, dass wir jetzt hier hochgehen übers Dach. Hatte ich so gedacht, ne? Okay. Jetzt steht er da natürlich ganz doof da noch rum. Aber gut. Wir müssen ja. Ich will ja jetzt ja auch nicht kämpfen. Oh, da haben uns einer gesehen. Oh, scheiße. Du hast hier nichts verloren. Ist natürlich doof gelaufen. Ist natürlich doof, jetzt hätten wieder alle kommen, ne? Ey, komm mal. Spring mal runter. Na, dann flüchten wir mal wieder. Oh Mann. Musste er uns in der Karte sehen, das ist doch doof. Ah, wir sind am Suchen, alles klar. Kriegen wir da irgendeinen getötet? Ja, ihn hier. Okay. Ach, wir haben keine Pfeile mehr. Okay, Pfeile herstellen. Hatten wir ja gar nicht dran gedacht. Oh. Feuerpfeile möchte ich jetzt nämlich nicht nehmen. Dieser Schütze muss sterben. Ah, wo ist er? Komm. Oh, von dir bleibt nichts übrig. Irgendwann wirst du müde. Brechete. Naja, wir laufen mal. Oh, da ist ein Söldner. Scheiße. Oh Mann. Vielleicht passt das ja. 26, na der ist doch viel zu groß. Lass dich nicht laufen. Dafür bist du zu viel wert. Okay, wir bezahlen das Kopfgeld. Die sind ein bisschen groß. 26 und 24. Mann. Ist aber auch schwer, ne? So, Kopfgeld entfernt. Aber solange sie noch Fragezeichen haben, greifen sie uns jetzt gleich an. Also, ein bisschen warten. Ja, die haben gerade noch ein Tierchen bei sich. Alcabiades, der hat uns wieder eine Aufgabe gegeben. Ach Mann, oh. Solange er da unten immer noch nach links und rechts umherblinkt, unser Lebensbalken, solange werden wir noch gesucht. Geht doch weiter. Hört auf zu suchen.
Und dann hätten wir zwei Söldner an der Backe, plus das Tier, Junge. Oh Mann. So, jetzt haben sie das auch gegeben, okay. So, der eine reitet weg mit seinem Tierchen. Die andere rennt dann auch umher. Sie reitet auch weg, das ist gut. Oh. Kommt er jetzt wieder hinterher oder was? Hallo? Keine Ahnung, was da hinten umher blinkt. Wer weiß, vielleicht ein Bug. Naja, gehen wir hier nochmal zurück. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, haben wir was. Verstecken. Oh, schöne Stiefel. Schauen wir mal, was das bringt. Inventar. Stiefel. Attentat wird geringer. Feuerschaden, Schaden gegen spartanische Soldaten. Wir hatten jetzt die an. Gift und Brandwiderstand. Attentatschaden, Kriegerschaden. Naja, komm. Was soll's? Na denn. So, der schleicht da oben auch noch umher. Müssen wir ja fast hier den auch killen. Komm, wir gucken mal, wie das hier jetzt aussieht. Okay. Ja, müssen wir uns doch irgendwie... Mal versuchen, rüber zu schleichen. Oh, 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 oh. Bleibt der jetzt da stehen? Dann wäre gut. Aber es ist nur die Frage, ob man es denn sieht, wenn wir jetzt hochklettern. Gott. Aufheben. Rüberschmeißen. So. Das Feuer können wir, glaube ich, immer noch deaktivieren. Da kämen wir jetzt direkt dahin. Okay. Der geht da unten lang. Okay. Jetzt sind wir hier. Der geht da lang. Da bleiben wir wieder am Häuschen. Aber scheinen wir uns wohl immer zu sehen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und der Startschatz, der liegt ein weiter, oder was? Aha. Der hat nicht noch einen, das ist doof. Okay. Mal sehen, wie wir das anstellen hier am besten. Das ist nicht so einfach, ne? So einfach so drauf wild los, das bringt ja auch nichts. Okay. Jetzt mal hier. Da geht gerade einer lang. Der steht jetzt wieder dahin. Okay. Der andere da sollte mal verschwinden. Ja, Mann, oh Mann, oh Mann. Kommt der jetzt noch einer entgegen, oder was? Ja. Komm, den machen wir mal kalt, wenn es geht. Dass der erste nicht gesessen hat, ist doof. Okay. Mal kurz hier rum. Der sieht uns nicht. Können wir noch mal rein? Den Startschatz klauen? Ja, hier hinter. Ja, den haben wir schon geklaut, oder nicht? Ach nein. Huch! Er hat bloß angezeigt, weil er noch nicht verbrannt war, ne? Ah, okay.
So. Code hier reinbringen. Sicher ist sicher. Nicht, dass wir gleich wieder aufgedeckt werden. So. Jetzt gehen wir mal hier runter. So, kommen wir hinter ihm lang. Ah, wir können erstmal das Ding da oben entschärfen. Gott. Aber es scheint doch kein Alarm ausgelöst zu haben, zum Glück. Oh, jetzt steht da eine. Müssen wir hier ein bisschen. Gucken, dass hier keiner uns irgendwo in der Quere kommt. Okay. Mobst du mir mal? Oh, klar. Oh, shit. Deine Spartiaten bist du nicht gewachsen. Oh, nee, das wollte ich jetzt nicht. Komm, Feuer. Oh, wir brennen selber, schade. Oh, geht das schon wieder los. Oh Mann. Na, jetzt haben wir total am Arsch. Oh oh. Lauf! Ja, wir laufen ja schon. Okay. Oh, da wieder mal alle kommen müssen, ne? Oh, da kam sie rein. Schade. Oh, raus hier. Schaff dich! Ich brauche euch! Oh, oh Mann. Nee. Wir haben uns noch um Kicker, scheiße. Oh, viel Sparta, ja, ist ja gut. Und der. Oh, so ganz einfach ist es also nicht, ne? Muss ich ja mal sagen. Was? Was? Zu sterben! Jetzt! Ach, scheiße! War gar nicht in Deckung. Jetzt? Nee, auch nicht. Jetzt gehörst du mir! Zack! Oh Mann, ist das ein Quark. Ja, schreit umher. Haben wir ja mal wieder richtig gut angestellt, ne? Da oben ist auch noch eine. Komm, einfach hoch hier. Jetzt rein? Oh Mann! Was
Nur mal den Bären rauslassen. Dann haben die was. Da haben die was zu tun. Was seht ihr? Nicht die Bohne! Bewegung! Ach nö, komm! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir stellen uns aber auch jetzt gerade an, ne? Okay. Die sehen wir nicht wieder. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir das Schwein erwischen. Ja, kommt hier jetzt ja nicht auf den Dach, aufs Dach geklettert. Und wir waren da schon fast drinne und dann... Okay, die verteilen sich alle. Können wir jetzt runter? Das wäre gut. Können noch ein bisschen Leder mitnehmen. Und? Oh, endlich. Oh, was schöne Aufregung. Um bloß ein kleines Kästchen abzugeben. So, wie hieß der andere nochmal? Was mit B, glaube ich. Ich habe dich nicht erwartet. Was willst du? Das ist für dich. Dann gib her. Soll das ein Scherz sein? Das ist ein Abguss von einem Schwanz. Was steht da? Für deine Frau Telia, falls sie mich vermissen sollte? Raus damit! Wer hat das geschickt? Es ist von Diodorus Alcibiades. Ja, der erste war das, ne? Kennst du einen Mann namens Diodorus? Diodorus? Dafür zahlt er mit seinem Leben. Ich töte seine Männer. Ich versenke sein Schiff. Er wird bereuen, Telia je angefasst zu haben. Okay. Das war's, jetzt müssen wir wieder raus und hoffen, dass da keiner ist oder was. Oh Mann, Junge, das kann ja was werden. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt... Nee, ich glaube, Schnellreise wäre nicht gegangen, weil wir am Sperrgebiet sind. Also, jetzt heißt es wieder... Raus hier aus dem Lager. Am besten unbemerkt. Deckung. Da unten steht eine. Man, jetzt wird egal, aber komm, den killen wir noch. Der wollte uns auch töten. Okay. Fällst du auch runter? Nö. Dann schmeißen wir dich runter. Hey. So, da unten ist wohl keiner, wa? Können wir einen Schatz plündern? Entweder plündern wir jetzt einen Schatz da unten noch? Ach komm, ja. Die wird mal so. So, frei. Mal gucken, was hier so los ist. So, können wir ja noch warten. Wo ist der Schatz? Hier um die Ecke, oder was? Na toll, muss ja mal rumlaufen. Keiner zu sehen, gut. 5 Schätze gibt das hier. Holla, die Waldfee. Aber na gut, wir wollen mal zurück. Und dann können wir das hier noch ein bisschen mopsen. Da kommt gerade einer um die Ecke, da hinten. Ah, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also, das war ja wieder Kehr zur Alcibiades zurück. Machen wir. Nicht auf dem Weg. Keine Angst. Müssen wir ihn noch schnell beseitigen? Okay. Zack. Das nehmen wir auch noch mit. So, dann wollen wir mal hier. Und verkrümeln wieder. Müssen wir da wieder so hier rüber? Hey. Hopp. Okay. So, dann wollen wir zurück zu Alcibiades. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Müssen wir wieder hoch hier, ne?
Aufregung pur. Also ausführungstechnisch keine Glanzleistung. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Sag jetzt nicht, er ist drinnen, ne? Okay. Die liegen immer noch hier. Oh Mann. Okay, rein hier. Ne? Da ist er. Ja. Gerade fing ich an, dich zu vermissen. Hast du das Paket schon übergeben? Ja. Bardas hat gedroht, Diodorus zu töten, als ich es ihm sagte. Ich hatte auch nicht erwartet, dass in dem Paket so ein, naja, ist. Eine nette Überraschung, nicht wahr? Ich kann noch einen für dich machen, wenn du willst. Noch einen? Du... Es war meiner, ja. Sah gut aus, oder? Ich musste Diodorus aus dem Weg schaffen und das wird nun erledigt. Manchmal übertreffe ich mich selbst. Wenn du das sagst... Warum überlassen wir das Reden nicht unseren Körpern? Du hast sicher dasselbe gedacht, als du meinen Abguss gesehen hast. Hier? Vor den Göttern? Bringen wir ein Opfer dar. Oh, guck mal, Sex in einem Tempel hört sich aufregend an. Oh, das ist wie Sex in der Kirche, ne? Komm. Wie sollten die Götter uns aufhalten? Ich glaube, sie würden viel lieber zusehen. Oh, guck. Der kleine Charmeur, ey. Der hat mal einen schönen Abdruck gemacht von seinem besten Stück. Na, wie sieht's so aus? Zufrieden, oder was? Eine gute Vorstellung für die Götter. Oh, ich bin ganz deiner Meinung. Wie wäre es mit einer Zugabe? Oh, Alkebia des Axtkammel bekommen. Aua, aua. So, mal gucken, was die Axt sagt. Ja, so, hier. Können wir gegen die Schlacht der Klinge austauschen? Haben wir eine Fernwaffe? Das war hier, ne? Oh, guck mal, Attentatschaden steigert und das, ja. Attentat und Schwerklingeschaden. Na klar, komm. Oh, sieht gut aus, das Ding. Mal das Bäckchen. Coole Gerätschaft, Junge. Ja, mal sehen, was das wird. So, da haben wir jetzt noch ein Speer. Okay. Ne, da geht wieder 1000 runter. Ja, dann lassen wir die mal bei da, die schwere Klinge. Und da haben wir noch ein Röckchen gekriegt. Was gibt es? Oh, Abzug, Abzug, Abzug. Abzug. Tausende Attentatschaden wieder. Aber der andere ist Abzug. Ach Manno. Kritisch haben wir niedrige Gesundheit für alle Schäden. Attentat. Oh Mann. Okay, schauen wir mal, was die Söldner sagen. Da waren ja jetzt. Hopp. Waren ja ein paar neue zugekommen. Dorothea der Funken. Okay. Ja, ein fehlt noch, denn so sind wir Rang. 7. Okay, schauen wir mal, was hier die Karte sagt. So, hier gibt es erstmal keine aktuellen Quests. Ach, hier unten war ja noch die wir machen hätten können. Prüfung des Urteilsvermögens, göttlicher Eingriff. Okay. Ah, das Schiff liegt jetzt da hinten. Schöner wäre gewesen, wenn das Schiff hier wäre. Da könnte man sich hierhin teleportieren. So müssen wir also komplett zurückreisen. Aber es kann ja Zeitquest, ne? Also, da hätten wir Zeit. Können wir immer noch machen. Okay, was war hier mit der Höhle gewesen? Heilige Höhle? Ach, den Schatz plündern. Alles klar. Was ist hier mit der... Das ist Midas. Level 22. Erstens niemanden schaden. Das ist, glaube ich, noch eine Hauptquest, ne? Hippokrates Klinik in der Argolis. Die Klinik liegt in der östlichen Teil der Stadt Argos. Sie liegt südlich des Blutorakels. Okay, und was ist das für eine Quest? Okay, das sind diese besonderen Tierchen, ne? Oh, Stufe 50. Exikias, die Legende. Wow, 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 wow. Ja, ich würde ja sagen, ne?
hier, was ist das hier? Ja, hier, komm, geh mal zu der Nachrichtentafel, weil da gab es irgendwie was Neues. Naja, wir laufen da mal hin. Weil da gibt es irgendwie so eine neue Questreihe, die jetzt seit gestern oder so rausgekommen ist. Ich darf mich hier nicht erwischen lassen. Ja, und wie soll man hier an so einer Informationstafel freischalten? Na, wollen wir sehen. Ja, sind ja gleich da. Nochmal kurz um die Ecke hier. So ist er. So. Armer laufende Diebe, besser zu Fuß, aber gefährlich auf See. Brachialer Stil, dick. Die Furcht der Pfeile? Ach, da haben wir 5 Tage. Okay. Flache Muskeln, ich setze auf den Piratenkopf, fährt hinter Soldaten. Beim Söldnerkopf, beim Söldner nochmal. Nochmal, falle ich nicht drauf rein. Müsste ich jetzt nochmal gucken im Hauptfenster, wie die Quest heißt, weil soll hier ja irgendwo sein. Aber welche? Okay, jetzt wüsste ich nicht, welche Quest das ist. Naja, okay. So, wir können jetzt hier die Hauptquest folgen. Ab Level 24, okay. Aber ich würde sagen, wir richten uns mal hier nach dem Kultisten, dass wir den erledigen. Ja. Ich werde mal die Folge hiermit an dieser Stelle beenden. Und im Offline-Modus, also nicht aufzeigen, wenn wir rüberreiten. Weil es ist halt langweilig, um darüber zu reiten, weil immer noch kein Schnellreisepunkt da irgendwo. Ja. Also würde ich sagen, hier kommen wir erstmal zum Ende. Ne? War ja jetzt erstmal nicht viel in Anführungszeichen, weil die Festung war ja doch ein bisschen heftig. Ja. Und ich werde einfach mal sehen, dass wir da rüberkommen. Zu dem Kultisten. So, wo ist mal ein bisschen leiser hier. Ja, na, ich werde versuchen, irgendwie da rüber zu kommen zu den Kultisten. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt. Ne, habt eine schöne Zeit. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ja, und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Und so mich denn so ein bisschen unterstützen. Ja, also, hier machen wir kurz mal eine schöne Aussicht. Was war das denn? Ah, guck mal, wieder was Wertvolles. Siehst du, was kriegt man, wenn man durch die Lande zieht? Ja, ja. So, dann wollen wir hier gucken. Genießen wir noch ein bisschen die Aussicht, bis es dann heißt in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann da hinten beim Kultisten, den wir dann erledigen. Ja, also, in diesem Sinne, habt eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye, bye.